Dann kommen wir auch schon zum Thema. Einmal zum Thema Arbeiten heute und morgen. Wie gestaltet sich es derzeit und wie gestaltet sich es vielleicht in Zukunft oder wie sollte es sich gestalten? Dann zum Thema Remote Work, also wie kann ich erfolgreich dezentral oder mobil zusammenarbeiten? Dann natürlich zum Thema Datenschutz und Security. Wie mache ich mobiles Arbeiten sicher? Also wie kann ich sicher von überall aus arbeiten und auf Unternehmensdaten zugreifen? Und welche Remote Services gibt es überhaupt? Also welche Tools können mich bei meinem mobilen Arbeiten unterstützen? Der Herr Bonnet würde dann noch was zum Client Management sagen. Also welche Strategie kann ich verfolgen oder welche Strategien gibt es? Und wie kann ich auch meine eigenen Devices, also Bring Your Own Device, einbinden? Und dann haben wir noch zwei Praxisbeispiele, also Use Cases, die wir hier auch schon umgesetzt haben, wo wir dann zeigen können, wie das Ganze eben aussehen könnte. Und dann kommen wir auch schon zur Q&A-Fragerunde. Dann steige ich direkt mal ein mit unserem Digital Workplace. Das ist unser Raum hier. Es gibt mehrere Digital Workplaces in der Bächle an verschiedenen Orten, also zum Beispiel Hamburg und Dortmund noch. Wir sitzen hier eben in Karlsruhe. Und hier können uns Kunden zum Beispiel besuchen. Das geht zurzeit zum Beispiel auch online. Und hier stellen wir dann eben verschiedene Lösungen oder verschiedene Produkte vor. Das wird eben auf die Bedürfnisse des Kunden auch zugeschnitten. Man stimmt dann eben vorab eine grobe Agenda ab in einem Telefontermin. Und der eigentliche Termin hier, der kann dann eben einen halben Tag bis einen Tag dauern oder auch nur ein paar Stunden. Und da befinden wir uns dann eben hier auf unserem Sofa. Und hier hinten hätten wir dann eben die ganzen Devices und Lösungen, die man dann eben live erleben kann. Wir haben da auch verschiedene Dinge, die wir umsetzen. Also wir haben Hands-on-Erfahrungen, wir haben Experten, die wir dann auch eben dazu holen können aus der ganzen Bächle zu verschiedenen Themen und eben modernste Technik von Top-Herstellern hier. Wir haben verschiedene Themen und Lösungen hier. Das sind eben unsere Spezialgebiete, sage ich mal. Zum einen eben zum Beispiel Collaboration und Unified Communication, also Konferenzraumlösungen. Ein Spezialthema von uns ist dann auch Virtual und Augmented Reality. Wir haben da auch verschiedene Brillen hier, die man dann eben testen und live erleben kann, mit verschiedenen Praxisbeispielen auch. Oder verschiedene Business-Anwendungen zum Themen wie Sicherheit oder Knowledge Management. Und auch zum Beispiel Apple Business Integration. Also wir haben da verschiedene Themen und finden da auch mit Sicherheit für jeden eine Lösung. Und wir sind ja ein großes Netzwerk auch in der Bächle. Das heißt, Experten können wir dann jederzeit auch von woanders dazu holen, sodass wir da optimal aufgestellt sind. Genau, also sind dann quasi auch ein Competence Center in dem Fall und haben eben führende Hersteller hier mit eingebunden, also zum Beispiel Cisco, Microsoft, klar, Poly, Lenovo und so weiter. Wir haben ja auch ein Schulungszentrum, das heißt, wenn dann im Nachgang Workshops oder Schulungen nötig sind, dann kann man das eben gleich hier auch mitmachen und haben natürlich auch die entsprechenden Zertifizierungen, die dafür nötig sind von verschiedenen Herstellern und haben dann ein Komplettpaket quasi im Angebot. Und dann übergebe ich auch schon an meinen Kollegen, der dann ein bisschen zum Thema Arbeiten heute und morgen ausführen wird. Ja, hallo, guten Morgen auch von meiner Seite, Jens Bonnet aus der Bächle in Karlsruhe. Wir wollten heute über ein paar Dinge berichten und erzählen. Und eines der Punkte, wie man hier auf dem Bild sieht, ist quasi das so zu verstehen, dass quasi links Arbeiten heute darstellt. Das heißt, man hat so eine Firma und die Daten liegen irgendwie im Rechenzentrum, am besten irgendwie total gesichert und ich habe so eine fiktive Vorstellung, wie so eine Burg, alles abgesichert, keiner kommt rein und Sicherheit vor alles. Und auch die Mitarbeiter kommen eben nur bedingt rein über VPN, über umständliche Wege, manchmal auch ein bisschen langsam, steueranfällig und so Dinge. Und gefordert wird heute mehr das in der Mitte quasi, dass man quasi von egal von wo, ja, egal wo man sich quasi befindet, im Office, beim Kunden, im Homeoffice, egal wo eigentlich, auf seine Daten, auf seine ja, relevanten Dokumente, sage ich mal, darauf zugreifen kann. Und das ist so eins der wichtigsten Dinge, sage ich mal. Ein anderes Thema ist rechts angedeutet mit dem Bild, das soll quasi so ein bisschen dieser Work-Life-Balance
verlangt sein, dass man quasi eben auch dann Beispiel der, wo vielleicht ganz früh morgens, so wie meine Person oft online schon ist, ich war halt dann als Beispiel von 6 bis um 12 oder bis um 1 da, mache dann eine Stündchen, zwei Pause und gehe dann nochmal später dann nochmal. Also gibt es einfach verschiedene Möglichkeiten, verschiedene Ansätze, wie man das eben sieht. Und ich würde mal gern diese Punkte mal ganz kurz so ein bisschen erläutern. Und es trifft quasi im Moment zwei Dinge aufeinander. Einerseits diese Burg, diese totale IT in der Firma und alles lokal am besten und keiner darf drauf die Daten, nur vom normalen Netzwerk oder über VPN und eben dieser moderne Ansatz. Und man versucht dann eben sich sozusagen so einen Mittelweg, möchte ich mal sagen, aufzubauen. Und wir sagen dazu auch gerne eben eine Hybridlösung, dass man eben bestimmte Dinge, sage ich mal, also wenn man jetzt mal von der Cloud sprechen, einen Teil eben rausgibt, wo eben alle Mitarbeiter zentral eben darauf zugreifen können und eben andere Dinge, wo vielleicht auch sehr aus DSGVO-Sicht eher zu schützen und nicht unbedingt in der Cloud betrieben werden dürfen, lässt man eben mehr dann lokal zum Beispiel. Es gibt verschiedene Ansätze auch von den Firmen, wie die das sehen. Da gibt es eigentlich keinen Masterplan, wie man das jetzt immer umsetzt bei den Arten oder bei den Arten von Kunden. Macht eigentlich immer jeder, sage ich mal, anders da. Und je nach Vorgabe auch und nach Wünschen, sage ich mal, muss man eben da eben auf die äußeren Einflüsse einfach drauf achten. Das Ganze ist sozusagen im Prozess. Man kann auch nicht einfach sagen, heute tun wir jetzt alles hier, wir sind jetzt ab sofort, arbeiten wir hier digital. Man muss da die ganzen Workflows alles eben anpassen. Und das ist so ein großer Punkt, möchte ich mal sagen. Das ist ein Wandel, das ist eine komplette, ja, Periode, Laufzeit eigentlich, sage ich mal, wo man dann eben benötigt, sage ich mal. Gut, und das Ganze eben dann auch nicht auf einen Schlag, das ist mit diesem Big Bang gemeint, dass man quasi sozusagen einen gleitenden Übergang hat, diese moderne Arbeitsweise, sage ich mal. Das ist damit gemeint. Wir haben auch hier mal sehr technisch ein paar Dinge aufgeschrieben, wo uns, sage ich mal, wir sind auch schon ein paar Tage im IT-Bereich tätig und habe früher auch irgendwelche Systeme, Images erstellt und ausgerollte Sachen gemacht. Diese arbeiten dann in Zukunft einfach weniger, weil die Softwarehersteller nicht mehr so große Sprünge machen. Also gerade jetzt, wenn ich da im mittleren Bereich Office 2016 sehe, es gibt nicht mehr so Sprünge von 2010 nach 2013, von 2013 auf 2016. Das wird es nicht mehr so geben. Es wird immer so Zwischenschritte, kleine Zwischenschritte geben. Und das geht dann über normale Softwareverteilung, dass dann auch der Anwender ein bisschen einfacher mitgenommen wird und nicht mehr vor ganz neuen Dingen, sage ich mal, herausgestellt wird. Und das kann man an dem Beispiel am besten sehen. Und da ändert sich eben auch eine komplette Strategie einfach auch. Man muss das nicht mehr deployen, nicht mehr ein Image erstellen, sondern das läuft quasi raus über die normalen Updates und der Sprung, diese kleinen Treppchen im Laufe der Zeit, werden eben nicht mehr so hoch, sage ich mal. Und das überfordert den Anwender auch nicht. Auch das Management, um nochmal eins rauszugreifen, das geht jetzt alles in Richtung, der ein oder andere hat vielleicht ein mobiles Device, ein iPhone oder ein Android-Handy, dort wird es ja auch schon so gemacht. Mobile Device Management. Warum soll man mit einem Mobile Device Management nicht auch ein normales Laptop wie ein MacBook oder ein Windows-Rechner, spielt gar keine Rolle, eben verwalten und betreuen? Er muss nicht immer im Firmennetzwerk sein, er kann egal wo sein. Sie merken schon, da kommen wir immer wieder auf diese Thematik zurück, dass man quasi das Ganze auch eben dann anders, das sage ich mal, darstellt, auch nochmal ein Thema rauszugreifen. Dieses Data-Thema, sage ich mal, wo ihre Daten liegen, da hat sich auch einiges eben geändert, dass man eben da auch dann, sage ich mal, bestimmte Daten mehr lokal hat und eben andere Daten hat, die wo man vielleicht zum Beispiel auf dem OneDrive for Business legt und mit einem deutschen Microsoft-Tenant oder mit einem EU-Tenant von Microsoft kann man eben auch den so entsprechend absichern, dass er eben auch DSGVO-konform ist, dass man da auch keine, sage ich mal, Probleme bekommen, möchte ich mal sagen. Also wie gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen ein technischer Ausblick, dass ich nur mal, dass man das mal ganz kurz gesehen hat. Warum macht man das Ganze? Natürlich ganz klar, wir wollen den Leuten zeigen, gerade speziell den jungen Leuten, dass man eben Beispiel jetzt auch mit Apple arbeiten kann. Man kann das ja einfach integrieren mittlerweile. Die Leute wollen gerne, also speziell die Jungen wollen gerne mit anderen Systemen arbeiten. Das sind vielleicht nicht ganz so im Windows-Bereich, haben wir der Uni
Apple erlebt oder auch Android oder auch gibt genug andere Lösungen, wo eben nicht mit Microsoft zusammenhängen und man will sich da einfach, sage ich mal, öffnen als Firma, dass man eben da moderne Dinge eben Einzug hält und dann eben das Ganze dann auch, sage ich mal, ja, sehr modern nach außen hin darstellt und dann eben auch dann einen guten Zuspruch mit Mitarbeitern zu bekommen. Und vor allen Dingen, was ich vorhin schon sagte, dieses Arbeitszeit von 8 bis 5, das ist, glaube ich, behaupte ich der Vergangenheit an, dass man da einfach ein bisschen flexiblere Arbeitszeiten auch hat und man braucht dazu einfach auch eben die Tools. Das ist sehr wichtig und da bin ich schon bei meinem Lieblingsthema, Work-Life-Balance, weil einfach, das ist eins der wichtigsten Punkte, auch bei mir. Ich habe schon vor vielen Jahren so gearbeitet, dass ich meistens früh morgens da war, dann mittags alles mit den Kindern ein paar Stunden verbracht habe und dann eben nachmittags bis abends nochmal dann in der Firma war. Und früher war das aufgrund der Netze noch gar nicht so möglich, das so zu arbeiten oder so zu leben. Es ging dann schon, aber nicht ganz so leicht wie heute. Heute ist es schon aufgrund der besseren Internetanbindungen, wenn wir auch in Deutschland noch nicht überall das tolle Internet haben, aber es ist schon deutlich besser, würde ich mal behaupten, wie vor ein paar Jahren. Und natürlich auch stehen die Dienste natürlich auch zur Verfügung, sage ich mal. Gut, eine Folie wird sie auch ganz, wir haben es nacheinander aufgebaut. Sehr gut, dass er nicht gleich erschlägt, genau. Eben dieses Remote-Arbeiten ist ganz wichtig, dass man da quasi sicher auf seine Daten, auf seine Dokumente drauf zugreifen kann. Und eben auch, ich arbeite jetzt hier an einem MacBook, habe aber auch ein iPad, habe aber auch einen Windows-Rechner, dass ich eben auch von anderen Devices, sage ich mal, eben auf meine Dokumente, auf meine, wo ich jetzt gerade im Moment brauche, eben drauf zugreifen kann. Und das ist eins der wichtigsten Punkten, da eben auf die Technik entsprechend einzugehen und dann eben darauf zu achten. Natürlich, das Thema Sicherheit fällt komplett, ist immer dabei. Ist eins der wichtigsten Themen, sage ich mal, in der, nicht nur in der heutigen Zeit, eigentlich generell auch schon vor 15, 20 Jahren war das immer ein Thema. Wie sichern wir das ab? Wie können wir das eben machen mit so einer, hier unten steht sowas mit so einem zweiten Faktor, dass man eben sich anmeldet irgendwo mit seinem Username, jensbonnet@bestle.com, kann bestimmt jeder erraten, sage ich mal. Mein Passwort wird schon ein bisschen schwerer, aber es ist nicht Sonne, Mond und Sterne, aber sage ich mal so, man könnte es vielleicht erraten, aber dadurch gibt es eben noch einen zweiten Faktor, dass eben mein Handy oder bei mir ist so, ich habe eine Apple Watch, dann geht die Meldung hier drauf, wenn ich mich anmelde, bist du es wirklich und ich sage, jo, ich bin es wirklich. Und erst dann geht die Anmeldung über einen Browser in einem Café oder über mein iPad, geht dann eben erst durch. Das sind so Dinge, die muss man einfach einbauen. Das ist extrem wichtig, sage ich mal, dass man diese Themen berücksichtigt und auch dann entsprechend umsetzt. Ja, das ist, haben wir die letzten Monate ja viel geübt, das Thema. Ist ganz wichtig, dass man eben auch in Kontakt bleibt. Darum tun wir ja auch so Webinare anbieten und ich denke, so unerfolgreich sind wir gar nicht damit. Macht viel Spaß, es ist ein bisschen komisch, gegen eine Wand zu sprechen, aber ich habe gerade gestern bei einem Kundentermin gesagt, man nimmt sich eine nette Kollegin oder einen Kollegen dazu, dann macht es ein bisschen mehr Spaß, dann ist nicht ganz so. Oder man stellt sich hinter das Display noch ein paar Leute und spricht mit denen. Das ist das Einzige, was man sich ein bisschen umstellen muss, aber es trifft vielleicht auch im Homeoffice zu. Ich gab da am Anfang auch ein paar tolle Bilder, dass da mal eine Katze durchs Bild läuft oder die Kinder reinlaufen und so. Oder die Kollegen mir auch schon vorher gesagt, hey, Achtung, bin halt alleine, Papa hat Kinderdienst und es kann eventuell sein, kaum ausgesprochen, stand das erste Kind schon da. Also total witzig. Also das ist aber alles ist in Ordnung, sage ich mal. Da kann man mit umgehen, sollte man eben auch tun. Und ja, so eine klare Struktur sollte man natürlich dennoch machen. Also gerade Homeoffice, also sich morgens entsprechend anziehen, auch bitte komplett anziehen, also nicht nur Hemd, das war ja auch ein paar Videos öfters mal zu sehen, also dass man sich eben so eine gewisse Struktur aufbaut, dann auch eine Pausen vielleicht mal macht. Bei mir zu Hause muss ich auch ab und zu mal an die Kaffeemaschine laufen, dann kann man da mal kurz vielleicht beim Balkon ein bisschen frische Luft schnappen, ganz kurz und dann wieder rein und nächste Telco oder so. Man muss sich da einfach so ein bisschen, sage ich mal, dran halten. Aber auch, das ist das Angenehme, sage ich mal, wenn man schon 6, 7 Stunden arbeitet, man geht dann hier raus, trinkt mit seiner Frau einen Kaffee, unterhält sich über irgendwas eine halbe Stunde und danach setzt man sich wieder an seinen Arbeitsplatz und kann wieder konzentriert und voll, sage ich mal, arbeiten. Aber hier unten steht es auch, Ablenkungen, es kann natürlich auch passieren, Paketbote, wie gesagt, Kinder, keine Ahnung, es ist immer
eine gewisse Gratwanderung. Man muss sich da eben überlegen, wie kann man es machen. Wenn man in einem Großraumbüro mit 40 Leuten in einem Bereich arbeitet, dann ist die Ablenkung eigentlich eher, sage ich mal hier, wenn man dann eher zu Hause in Ruhe arbeiten kann, macht es natürlich mehr da sind dann die Arbeit, wo man dann eben Ruhe macht, eben zu Hause zu tun. Gut, Weiterbildungen, ganz klar, ganz wichtiges Thema. Weiterhin ganz oben, Einführung, Implementierung, klar. Sind alles so Themen, die muss man sich überlegen, muss man sich schauen, wie macht man das, wie nimmt man seine Mitarbeiter mit. Und dann haben wir, glaube ich, hier in der Bachelor ein sehr gutes Netzwerk, wo man das Ganze auch dann entsprechend unterstützt. Wir haben es vorhin angesprochen, eigenes Schulungszentrum, dass man auch dann die Mitarbeiter mitnimmt, wenn man eben so Konzepte einführt, weil es bringt nichts, dass man jetzt einen Mitarbeiter ins Homeoffice schickt, der wo aber keine Möglichkeit hat, zu Hause in Ruhe zu arbeiten, sage ich mal. Genau. Man muss das sehr individuell machen, muss ich mal Also sagen. quasi fernab von jeglicher moderner Technik. Das allein Genau. nützt ja nichts, wenn ich da jetzt einen PC hinstelle, der kommt gar nicht damit zurecht, sondern das ist so ein Prozess Ja. zwischen Technik und auch von der menschlichen Seite gesehen. Und wir haben dann quasi Technik sowieso und Genau. Lösungen parat, aber auch was Schulungen oder so angeht. Da gibt es auch nicht technische Schulungen für, sage ich Ja. mal, die mindestens genauso wichtig sind, damit man eben auch weiß, wie funktioniert das, wie wähle ich mich dann auch ein von daheim, wenn ich nicht direkt einen ITler daneben sitzen habe, der mir dann vielleicht hilft, wie gehe ich damit um, welche Funktionen kann ich nutzen, die mir auch die Arbeit erleichtern, die alles sicher gestalten und die mir auch helfen, dann in Kontakt zu bleiben mit meinen Kollegen, mit meinen Kunden oder mit meinen Partnern. Also es ist wirklich ein Rundum-Prozess. Genau, wir lassen Sie da als Rechtler auch auf jeden Fall nicht alleine. Wir begleiten das von Anfang an, weil es ist damit nicht nur getan, dass man einfach sagt, so, wir machen jetzt Office 365, Entschuldigung, Microsoft 365 heißt es jetzt eigentlich. Der Name hat sich jetzt die letzten Jahre ein bisschen etabliert. Und von daher, das passiert dann ab und zu noch, dass man eben, möchte ich mal sagen, die Cloud-Dienste, nur weil man sie hat, man muss auch seine internen Prozesse, man muss seine Mitarbeiter mitnehmen, ist ein ganzer. Ganz ein wichtiger Punkt, sage ich mal. Vorteile haben wir eben schon mal so beim Reden, sage ich mal, alles soweit schon mal beleuchtet, sage ich mal. Und Nachteile, ganz klar. Man freut sich auch wirklich, wenn man mal ein paar Tage, das denke ich, jeder mal erlebt, wenn man mal ein paar Tage nicht im Office war, dass man seine lieben Kollegen auch mal wieder trifft, auch mal wieder sieht, mal kurz in Anführungsstrichen, auch wenn man Abstand halten muss, mal kurz anrempelt und ach, das gibt's auch noch und man spricht miteinander. Das ist schon, sage ich mal, sehr schön. Das macht das Business eigentlich auch aus, sage ich Ja, mal. Also das ist also so. ich denke, überall die Mischung macht es auf jeden Fall, aber es ist halt wichtig, dass ich jederzeit, da wo ich bin, mich einfach auch einwählen kann oder an meinen Arbeitsplatz kann und es genauso leicht dann auch wieder im Büro geht und ich da nicht großartig irgendwas umstellen muss, sondern ich Genau. gehe hin, stöpsel es an und es funktioniert genauso wie von daheim oder daheim genauso wie im Büro. Also. Ja, auch rechnerübergreifend, also das ist auch mal so ein großes Thema noch, wie gesagt, ich lebe das seit vielen Jahren, dass ich an einem Apple-Rechner arbeite, aber eben häufig auch an einem Windows-Rechner mich beschäftigen darf, muss sagen, aber eben auch am iPad oder Android-Device, das ist einfach so. Gut, dann übergebe ich dir nochmal. Genau, wir haben es ja schon erwähnt, Thema Datenschutz und Sicherheit ist ja wichtig, insbesondere auch das Sicherheitsthema. Man möchte ja nicht, dass wenn ich im Café arbeite, dass andere Personen Zugriff auf sensible Unternehmensdaten zum Beispiel haben. Das darf man auch nicht, mal davon abgesehen, auch auf zum Thema Datenschutz, auch auf Kundendaten oder andere persönliche Daten. Das ist ja recht kritisch und vor allem mit dem Eintritt von der DSGVO ist es ja auch aktueller geworden und man muss das einfach auch beachten und sich da auch informieren. Das heißt, Datenschutz und Sicherheit, also Informationssicherheit, sind auch nicht mehr getrennt voneinander zu betrachten. Also ich kann nicht das eine weglassen und das andere machen, sondern das gehört einfach zusammen. Das sollte auch Hand in Hand gehen und ist wirklich ein ganz wichtiges und sensibles Thema auch. Und da werden auch noch viele Fehler gemacht, was einfach total komplex ist. Weil man muss verschiedene Bausteine beachten. Also was bedeutet es für mein Unternehmen? Man muss technische und organisatorische Maßnahmen ergreifen. Also moderne Geräte sind nicht automatisch von alleine sicher, sondern wie mein Kollege schon gesagt hat, da gibt es dann so Kleinigkeiten wie zum Beispiel eine Zwei-Faktor-Authentifizierung. Man muss einfach diese Compliance-Themen und auch die IT-Sachen
genauer betrachten. Man muss da genaue Maßnahmen definieren und auch daraus resultierende Schritte. Man muss einfach auch festlegen, was mache ich, wenn ein Datenschutzfall vorliegt. Also wenn ich das Gefühl habe oder wenn Mitarbeiter das Gefühl haben, da greift jemand Daten ab oder irgendwas ist nicht sicher. Was machen die dann? Also man muss die Mitarbeiter auch informieren. Jedes Unternehmen sollte oder muss einen Datenschutzbeauftragten haben. Und es ist halt auch in dem Fall dann wieder wichtig, die Mitarbeiter auch abzuholen. Also es hilft nichts, wenn ich nur jemanden habe, sondern ich muss die Mitarbeiter auch schulen oder informieren, an wen sie sich wenden können und auch müssen, weil da ist man ganz schnell in einem sehr kritischen Bereich, wenn da eben was vorfällt. Das Ganze ist gesetzlich verankert. Also man sieht es bei dem Braunreiter IT Compliance. Es gibt da verschiedene Gesetze, die man beachten muss und die man dann eben auch in seinem Unternehmen verankern muss, wo man eben gucken muss, dass die erfüllt sind, weil Unwissenheit schützt nicht. Das ist ja wie bei allem, sondern man muss einfach dafür sorgen, dass das alles entsprechend abgedeckt ist. Quasi Chef, sage ich mal, das Management haftet. Das muss einfach dafür sorgen, dass da verschiedene Sicherheitsmanagementsysteme eingeführt werden und dass auch die Mitarbeiter sensibilisiert dafür sind. Man hat eine Nachweispflicht, man muss Cyberangriffe auch melden und dass man da einfach in der ganzen Firma jeder Bescheid weiß, was habe ich zu tun, was muss ich machen, an wen kann ich mich wenden, sollte ich das Gefühl haben, also auch wenn ich nur das Gefühl habe, sowas fällt vor oder soll es tatsächlich vorfallen, dass man da einfach auf der sicheren Seite ist. Auch das Thema ist ganz wichtig, dass die quasi Unternehmensführung oder auch die Abteilungsleiter eben ein bisschen vorgeben, mit welchen Tools arbeitet man, welche Dinge werden eingesetzt, wo werden Beispiele, kommen wir dann gleich nochmal beim Use Case, beim ersten speziell dazu, wo werden eben bestimmte Daten auch vorgehalten. Das heißt quasi, man muss den Mitarbeiter schon erklären, ich würde gerne, dass wir über die Tools arbeiten, mal chatten, mal tun wir das oder so machen. Dokumente, was Kunden angeht, liegen da. Andere Dinge, wo mehr interne Dinge sind, die können da liegen als Beispiel, dass man einfach so Rechte und das Ganze auch bespricht und wo macht es denn Sinn, wie macht es Sinn. Und dann das Ganze, was du schon eben genau gesagt hast, in so Prozessen auch festhält, dass auch jeder Mitarbeiter, natürlich auch die neuen Kollegen oder auch wenn man mal überlegt, hey, wie war denn das, wo kann ich da nachschauen? Man muss da ein komplettes Thema hinten dran stellen, dass man quasi da auch nochmal nachlesen kann. Also das ist auch ein Prozess, den macht man jetzt auch nicht als Beispiel im März oder April und dann ist er erledigt. Nee, ja, das ist ein fortlaufendes Thema. Man muss das immer wieder aufgreifen, immer wieder anpassen. Es gibt neue Tools, es gibt Änderungen. Vielleicht ändert sich auch mal ein ganzer Arbeitsbereich, sage ich mal. Da muss man auch ganz anders da vielleicht vorgehen. Vielleicht gibt es auch eine neue Firma, wo man dazu kauft, in einem anderen Land. Da müssen auch wieder andere Dinge beachtet werden. Also das ist ein sehr großes Thema und da haben wir auch in der Bachelor-Gruppe genug Leute, die wo sich da sehr, sehr gut genau mit diesen Themen auskennen, wo auch da wirklich die Kunden oder unsere Kunden dann begleiten können. Und nicht nur eine einmalige Geschichte, sondern das über Monate, über Jahre gerne auch geht. Genau. Wir haben auch, also Sie bekommen auch die Präsentation hier unten rechts, haben wir ein ganz gutes White Paper aus der Zentrale. Da sind auch nochmal diese ganzen Themen, die jetzt hier auf der Folie stehen, nochmal genauer dargestellt. Und dann kann man sich das nochmal genauer angucken. Genau. In der Bächle, wir haben da viele Experten, wir haben da auch schon jahrelang Erfahrung, verschiedene Herstellerpartner, also ich traue mich zu behaupten, dass wir da für jedes Problem eine Lösung finden würden. Einfach auch an uns wenden, die Kontaktdaten erhalten Sie dann auch nochmal mit der Präsentation und dann können Sie einfach mal anrufen oder schreiben, wenn da eine Lösung eben erforderlich ist. Genau, dann übergebe ich wieder meinen Kollegen zum Thema Bring Your Own Device und Client Management. Da übernehme ich da ganz kurz, dass ich wieder ein bisschen mehr in dem Bereich, mit dem, wo ich relativ viel zu tun habe, Managed Services, sage ich mal. Es ist ein Thema, das quasi der Arbeitsplatz, also der Workplace, ist einfach ein Thema, was auch unsere Kunden, die IT, auch gerne rausgeben, beziehungsweise sich anschauen, wie machen das andere, wie können wir das eben automatisieren, wie können wir das Ganze eben managen. Also ich möchte dieses deutsche Wort dazu
Verwalten klingt immer so komisch, wenn mein Handy verwaltet wird, aber es sagt es eigentlich schon aus, dass gerade, was ich vorhin schon sagte, mit so modernen, also mit so iPhones oder Android-Geräten, dass die eben oft verwaltet werden von so einem MDM-System, trifft es schon, aber man merkt das manchmal gar nicht, dass eben gewisse Dinge, sage ich mal, angepasst werden. Und es ist ein Thema, wo wir eben sehr viel Know-how haben in der Rechtegruppe allgemein, hier am Standort natürlich auch, wo man eben gewisse Dinge eben übernehmen können für unsere Kunden, damit man die in so einen gemanagten Service überführt, weil manchmal ist für die IT schwer, jetzt haben sie so ein spezielles RAID-System oder ein Server, egal was, oder eine Anwendung, da haben sie nicht regelmäßig mit zu tun und dann müssen sie sich immer wieder reinfuchsen und Updates kommen und so. Und bei uns gibt es Leute, die machen quasi jeden Tag nur das spezielle RAID- oder Storage-System oder kümmern sich über, ich möchte es mal als Beispiel Teams nennen oder SharePoint ist ein sehr, sehr großer Begriff. Also wir haben da Bechtle-Kogrewetsch noch ein paar exzellente SharePoint-Kollegen. Wir haben eine ganze Firma, wo das Thema eigentlich regelmäßig begleitet oder die letzten Jahre auch schon macht. Das sind oft Dinge, wo wir eben unterstützen können, dass man einfach sagt, hier, lass uns doch den SharePoint-Server betreiben, wir kümmern uns darum. Und das schlägt eben durch bis zum Anwender. Das heißt, nicht nur die IT, sondern eben auch die Anwender selber werden da eben genommen. Das Thema lässt sich eben weitergehen. Wir haben jetzt so einen netten Kollegen bei uns im Haus, der hat mal so ein schönes Bild hier dazu gemacht. Ich finde, das beschreibt es einfach am schönsten. Das heißt, wenn Sie an Ihrem kleinen Rechner jetzt irgendein Problem haben mit einem Dokument, Sie wissen ja gar nicht, dass es auf dem SharePoint liegt, aber Sie brauchen einfach jemanden, wo Sie anrufen. Das ist dann quasi der Service-Desk-Mitarbeiter. Der ist freundlich, nett, kennt vielleicht Sie sogar schon und kennt Ihr Umfeld, kann Sie nachschauen, auch da das Dokument, okay, das liegt in diesem Serverbereich, also ist ein SharePoint und kann dann eben die richtigen Leute, sage ich mal, dazu ranholen. Natürlich ist das jetzt nicht alles eine Fehlerlösung oder so irgendwas, sondern da gibt es auch Lifecycle-Dinge, dass quasi, wenn dieses Laptop jetzt seinen Dienst nach Bereich kann man ein bisschen mehr machen wie nach 3 Jahren, also nach 5 Jahren als Beispiel, der das Laptop wieder zurückgeht, dann kann man eben da auch sie komplett unterstützen, dass man das dann eben das neue Laptop dann komplett vorbetanken. Es wird quasi den Mitarbeiter einfach nur ausgetauscht und er kann direkt weiterarbeiten. Und natürlich dann eben, das ist für uns dann sozusagen dieser Managed Service Gedanke. Ich habe noch eine Folie, entschuldige mich gleich dafür. Auch wieder relativ viel Text, brauchen Sie gar nicht alles sich anschauen. Also Sie können natürlich sehr gerne, aber ich will jetzt auch nicht auf jeden Punkt eingehen, aber ich glaube, mit Fug und Recht zu behaupten können, dass man der beste Kunde von ganz vorne über Produktversorgung, sage ich mal, über Finanzierung, das ganze Thema für Sie da begleiten können, bis hinten raus in der Marketingabteilung. Das heißt quasi, wenn das Apple-Gerät nach 5 Jahren der Apple sind, die Rückkaufspreise immer noch sehr, sehr gut, die werden immer noch sehr gut weiterverkauft. Haben wir quasi eine eigene Firma, wo es quasi für Sie macht. Es wird alles gelöscht, auch über DSGVO-konform. Sie bekommen ein Zertifikat, MacBook mit der Seriennummer, wurde so und so wie zurückgesetzt, so und so oft gelöscht und alles drum und dran. Und Sie haben ein Dokument und kriegen auch noch Geld. Und zwar nicht für das Dokument, aber für das MacBook, weil es hat dann noch einen gewissen Restwert. Das könnte man dann vielleicht weiter veräußern. Und das ist eine tolle Geschichte. Und das wirklich können wir für Sie. Da haben wir tolle Kollegen hier im Haus, die wo mit Ihnen das ganze Thema, alles drum und dran durcharbeiten und dann eben die passende Lösung für Sie, weil manchmal sind es nur ein, zwei Bereiche, wie gesagt, die interessant sind. Bei manchen Kunden macht man auch ein bisschen mehr, das sind schon 5, 6 Bereiche und das geht von bis, wie gesagt. Also können wir Sie sehr gut unterstützen. Jetzt zu meinem Lieblingsthema. Das darf ich die letzten Jahre sehr stark machen. Ich habe jetzt hier mal die vier großen aufgeschrieben. Entschuldigung, in der Zwischenzeit stehen wir ein bisschen über. Ich glaube, ich nur Wasser. Und ich fange jetzt mal im Gegensatz zu unserer Thematik mal von rechts nach links an. Das heißt, wenn ich jetzt mit Zoom gehe, ist in den letzten Jahren sehr stark an den Markt gekommen. Das heißt, ich muss eins dazu sagen, warum habe ich die vier jetzt hier aufgeschrieben? Weil die Bechtle besonders gut kann. Und das geht es gar nicht, sondern es gibt da die Firma Gartner, die wo so Analysen betreibt. Und da gibt es immer so Quadrate und oberen Quadrat sind immer da, wo diese Leader sind, wo eben die führenden Plattformen sind. Und da waren früher in diesem Collaboration-Bereich viel, sage ich mal, auch TK-Anlagen, Firmen, alles so drum und dran. Und das hat sich alles sehr, sehr stark ausgedünnt. Das sind eigentlich hier noch diese vier Firmen. Zoom hat sich in den letzten 2 Jahren wirklich das sehr gut etabliert. Das ist eine reine, sage ich mal, cloud-basierte Videokonferenzlösung.
wo man auch Nachrichten hat und die sagen hier für alle Endgeräte. Das Tool, was mir ganz gut gefällt, das ist kostenfrei, aber Sie wissen ja, was oft dann oder unseren Kunden oft gut gefällt, aber dafür ist auch dann das Sicherheitsthema oft nicht immer so da. Aber die haben auch sehr stark nachgebessert, zu, speziell jetzt auf deutsche Kritik oder EU-Kritik auch. Die letzte Zeit war es ja doch leider sehr häufig in der Presse drin. Ist schon ein Thema, aber wie gesagt, ich sehe das jetzt rein als cloud-basierte Videokonferenzlösung, Collaboration, ja klar, aber wir arbeiten uns mal kurz ein bisschen vor. Darum steht auch wirklich so ein bisschen wenig, weil es ist nicht mehr. Bei Google, wie gesagt, Google ist jetzt in den letzten Jahren sehr stark in Amerika natürlich am Wachsen, hier in Deutschland sehr wenig. Ich war gestern bei einem größeren Kunden von uns, wo auch eine amerikanische Mutter hat. Da ist es zum Beispiel Google gar kein Thema. Also es gibt nach wie vor alle Bereiche, in denen wir sind. Und Google ist jetzt hier bei den Kundentermin. Ich darf jetzt den Raum hier seit 3 Jahren, haben wir den am Start und darf ihn hier begleiten und entsprechend gestalten. Und ich hatte jetzt ein oder zwei Kunden, die wo mit Google gearbeitet haben, also wo wirklich keine Microsoft-Produkte im Einsatz sind. Und es waren jetzt, ja, kann ich das nicht genau sagen, aber so rein von, würde man sagen, 400 Terminen sind 2 Stück jetzt mit Google gewesen. Wir können das Ganze auch in der Bachelorgruppe, wir können das auch über unsere Cloud-Kollegen Ihnen anbieten. Alles wirklich toll. Auch die Unterstützung natürlich auch. Die Produkte sind nicht schlecht, aber ich sage es immer den Kunden so, wenn man mit Word, Excel, PowerPoint eben arbeitet und das ist einfach die breite Masse, ob jetzt in Apple-Bereichen oder in Windows-Bereich, spielt keine Rolle. Und versuchen Sie mal Leute zu finden, die mit Google schon gearbeitet haben. Es gibt, ganz klar, jeder kennt vielleicht ein paar, aber wenige, sage ich mal. Aber es ist ein tolles Produkt, darf man nicht vernachlässigen. Ist State of the Art. Jetzt ganz klar, der nächste große Player. Cisco Webex kennt, glaube ich, jeder. Webex, also Jabber gibt es schon. Also da war ich ja ganz, ganz neu in der IT, da gab es das auch schon. Damals waren noch so ein paar Videokonferenzlösungen von Tannenberg noch. Das hat damals dann Cisco gekauft. Also das ist ein Player am Markt, der wo in diesem Telefoniebereich, speziell in diesem Voice-over-IP-Bereich, das heißt quasi die Telefonie nicht klassisch über so Zweidrahttechnologie, sondern eben über Netzwerktechnologie, also schon, dass man eben Beispiel zu Hause sein Cisco-Telefon ansteckt an seinen Router, man hat komischerweise die gleiche Rufnummer wie im Office. Da war Cisco schon viele Jahre sehr führend. Ich habe selber ein paar Anlagen davon installiert und betrieben. Und tolles Produkt, bin ich ein totaler Fan davon. Ist aber für mich auch wiederum klassisch, sage ich mal, zu sehen in so einem Bereich, sage ich mal, Software und Hardware auch sehr stark aus einer Hand. Es gibt viele Produkte, also andere Hersteller, wo dazu auch zuarbeiten, aber es ist schon, sage ich mal, so eine eigene Lösung und funktioniert aber erschreckend gut, definitiv. Also ist ein tolles Produkt und einer der Vorteile ist auch, dass man eben teilweise auch lokale Infrastruktur benutzen kann und eben nicht nur aus der Cloud konsumiert, wie es so schön heißt. Jetzt zu dem Thema, was auch am meisten steht, was auch aus meiner Sicht am meisten bietet, wenn ich denn mit Office-Produkten arbeite. Weil Microsoft Teams vereinigt eben die ganzen Plattformen. Also mit Teams, ob man will oder nicht, bekommt man automatisch gewisse Produkte mit, weil man, Beispiel jetzt Skype for Business heißt es ja immer, wird nur durch Teams abgelöst. Das ist nur der eine Punkt. Es gibt auch im Hintergrund SharePoint, andere Tools, die wo einfach im Hintergrund da noch jagen. Und das tut sich einfach ganz anders da in die Arbeitsplatzwelt, sage ich mal, integrieren und unterstützt sie mit Word, Excel, PowerPoint genauso, sage ich mal, was vielleicht bei Cisco Webex nicht so ist. Das vergleichbar ist dann schon Google. Wenn ich mit den Google-Produkten arbeite, macht natürlich auch Sinn, dass ich von Google dann Hangouts als Beispiel einsetze und nicht unbedingt dann Teams verwende. Also es ist ein total spannendes Thema. Ich habe es auch noch einmal versucht, kurz, kurz ist immer wieder so eine Sache, in den Fokus zu stellen. Sie merken also Office, hier steht auch noch O365 Anwendungen. Microsoft 365 Anwendung ist einfach mehr wie nur Teams. Das kann man so gar nicht, wie gesagt, betiteln und es ändert die komplette Arbeitsweise. Und Teams hatte da zurzeit, glaube ich, auch viele Updates immer. Ja. Ich glaube, das letzte war doch auch, dass man
Cisco im Ja, Kalender mit genau. einbinden kann, heißt, dass man dann in Teams im Kalender Ja, wahrscheinlich auch die genau. Cisco-Anwendungen sucht. Sehr guter Einwand. Also Das habe ich jetzt ganz vergessen, mir noch die zu updaten da sagen. fleißig in den Genau. letzten Das Monaten. ist natürlich selbstredend, dass alle Lösungen, wo wir stehen, nicht miteinander arbeiten. Jeder hat sein eigenes Format, jeder hat seine eigene Thematik. Es gibt dann in dazwischen, es gibt dann so Lösungen, wo einfach dann ein Dolmetscher spielen, dass ich quasi über so Dolmetscher gehe. PolyRe-Connect ist da eine oder Pexel ist eine andere Lösung, immer nur einen zu nennen. Da kann ich eben von Teams auch zu Zoom oder zu Cisco Webex gehen. Aber Microsoft hat gesagt, weil die letzten Jahre da immer sehr viel Schelte gab, warum macht er alles getrennt, macht es doch gemeinsam. Und Microsoft hat jetzt als großer Player gesagt, okay, bis zum Sommer diesen Jahres 2020 öffne ich mein Team so weit, dass ich quasi mit Cisco Webex-Meetings mich unterhalten kann und mit Zoom. Man wird es nicht glauben, vor 2 Tagen, so nebenbei wurde es veröffentlicht, oder 3 Tagen. Ich kann jetzt auch Cisco Webex entsprechend einbinden und kann dann in meine Konferenzraumlösung eben auch dann Cisco Webex-Meetings eben ansprechen. Ich habe es noch nicht selber getestet, habe noch keine Zeit, aber ich Wie sage mal, abgesprochen zu unserem genau, richtig, genau, wie Webinar. abgesprochen zum Webinar, öffnet sich auch hier Microsoft Teams. Hatte vorhin angehört, beim Kunden gestern war. Das ist natürlich für den Kunden auch eine Bestätigung, dass er auf Microsoft setzt, dass er eben dann auch automatisch schon mal zwei große Plattformen mit anbinden kann, sage ich mal. Aber jetzt wirklich kurz zu den Use Cases, ich sage schon wieder Genau, kommt kurz. zum Praxisteil, wenn wir jetzt Genau, das, die richtig. Theorie, sage ich mal, durchgekaut haben. Haben wir jetzt Genau. noch zwei Praxisbeispiele mitgebracht. Von Kunden von uns, also wir sagen natürlich die Kundennamen nicht, das dürfen wir nicht, wir sind mal wieder bei Datenschutz. Aber trotzdem kann man die Lösung kurz zeigen. Ja, also hier auch in Unternehmen, wo wir die letzten Jahre begleiten durften, hat quasi eine sehr, sehr lokale Serverausrichtung. Das heißt, die haben keine Cloud-Produkte im Einsatz und haben dadurch auch mit uns hin und wieder mal, wenn es um Datenaustausch geht, ja komm, kannst du mir kurz in OneDrive schicken, dass ich das Dokument dann auch weiterverteilen kann oder so, weil sie haben das halt plötzlich nicht im Einsatz und haben da so ein paar Probleme gehabt, das eben dann zu verteilen und ist schon ein Thema ganz außen, ja, ganz trennen kann man sich nicht, das ist ähnlich wie im Internet. Und die Idee war einfach, ob man nicht irgendeine Plattform sich überlegt, dass man eben gemeinsam mit den Partnern, mit den Herstellern, also von den Kunden jetzt, die Hersteller natürlich gemeint, jetzt nicht nur uns als Partner, wie können wir mit denen besser zusammenarbeiten, können wir das tun. Aber, ganz klar, aber, wir haben keinen Exchange-Server, wir haben also kein alltägliches ERP-System wie Navision oder SAP oder andere. Wir haben da was ganz Spezielles, auch unser CRM, also ist ein ganz eigenes Produkt. Ich habe da mit den Kunden gesprochen, wir haben denen auch ein paar andere Lösungen gezeigt, aber sie halten an ihrer Lösung fest. Muss man akzeptieren, ist auch kein Thema. Wir hatten ja das Thema Hybrid schon, dass man eben sagt, okay, dann tun wir das Ganze eben aufteilen, dass man eben sagt, man hat eine interne Beschreibung ihrer Tätigkeiten, dass man gewisse Dinge eben mit der lokalen IT tut und eben andere Themen tut man eben dann, Beispiel dieser einfache Kommunikation, Chat, Video, zentrale Datenablage, die war ganz, ganz wichtig, aber sehr wichtig, ein paar Mal angesprochen, DSGVO-konform. Es muss in der EU sein, es darf nicht woanders dahin. Da hat Firmeninhaber haben da sonst einfach Probleme damit, die möchten das nicht. Auch möchten sie nicht, dass ihre Mitarbeiter, ist auch immer ein wichtiger Punkt, dass man die Mitarbeiter eben nicht überfordert mit mehreren Usern, mehreren Passwörtern, dass man da eben auch mit dem gleichen lokalen User, sage ich mal, muss auch mit Passwort natürlich, mich entsprechend anmelde, aber dann, wie vorhin von mir schon beschrieben, mit so einem zweiten Faktor, dass man das Ganze eben dann sicherer macht einfach und das Ganze auch absichert. Und hier hat sich jetzt in dem Fall wirklich, weil eben auch eben mit mein Spruch wird Excel PowerPoint gearbeitet, würde ich vergessen, Outlook, Outlook ganz wichtig. Aber in dem Fall trifft es bei dem Kunden definitiv nicht zu. Er hatte keinen Outlook. War eben wichtig, dass quasi hier, wir haben wohl hier hingeschrieben, Microsoft M365, aber es ist eigentlich sind es nur die Sicherheitsprodukte und Microsoft Teams, wo hier zum Einsatz kommen. Das heißt, wir haben unten drunter bei den Kunden auf den Rechnern ein Windows-Betriebssystem, sichern das extrem ab, sichern das wirklich sehr, sehr gut ab. Und haben dann quasi die Möglichkeit, eine Applikation wie Teams zu nutzen,
OneDrive und eben ein, zwei andere Applikationen aus diesem Microsoft 365-Umfeld, aber eben kein Outlook, kein Kalender. Das wird bei einem Kunden einfach anders da gehandhabt. Und das kann man wirklich tun, das funktioniert. Wir sind damit sehr zufrieden. Wir haben jetzt die ersten POC schon hinter uns. Das Ganze läuft jetzt auch, meine schon, zum Teil auf jeden Fall mit so ein paar VIP-Bereichen läuft es schon. Und was auch sehr interessant war, die manche Mitarbeiter von den Kunden, das ist auch eine größere Firma, die haben bereits schon mit Teams Kontakt, weil aufgrund ihrer Hersteller, ihrer Partner, die alle schon damit gearbeitet haben, unter anderem auch wir, und haben die da schon ein bisschen begeistern können. Und ich fand mir das einfach gut, wie man da eben zusammenarbeiten kann mit Partnern oder Herstellern eben, dass man da eben auch was nachschauen kann, gerade wenn mehrere Kollegen involviert sind und der eine macht das jetzt die nächsten 2, 3, 4 Wochen, der andere kommt dann rein, weiß aber gar nicht, was der andere da vorher besprochen hat. Man kann dann einfach in den Teams-Kanälen nachschauen. Das ist einfach genial, sage ich mal. Ähnlich wie bei, wie ich immer zu euch Jungs sage, WhatsApp und so Themen. Man hat quasi mit Teams so einen tollen Chatverlauf und man kann da eben auch mal was nachlesen und kann sich das selber einlesen in gewisse Themen. Man muss keine E-Mails sich zusammensuchen oder so, man hat alles an einem Platz und ist schon sehr gut. Ja, besonders praktisch, was wir auch hier viel nutzen, also auch bei uns in der Bechtle, zum Beispiel Dokumente zusammen bearbeiten. Man legt es einfach ins Teams. Ich kann das dann entweder direkt im Teams bearbeiten oder ich öffne es auf meiner App ganz normal, also PowerPoint zum Beispiel. Und ich speichere das, speichert dann trotzdem im Teams, also quasi ja in der Cloud, kann es dann einfach zumachen und muss es nicht extra dann noch irgendwo ablegen und per E-Mail oder per OneDrive hin und her schicken, sondern das ist dann im Teams, ich mache das wieder zu und der Kollege oder die Kollegin, wo danach reinschaut, hat direkt alle Änderungen, kann was reinmachen, das genauso handhaben und dann. Technisch gesehen läuft da im Hintergrund auch in SharePoint zum Beispiel, das mal technisch kurz zu erklären, was aber viel wichtiger ist, wir haben eine Versionierung, wenn wir beide zusammenarbeiten und wir haben beides die Berechtigung als Beispiel dafür auch, sie hat mir jetzt in PowerPoint irgendwas gemacht und ich mit meinen Kenntnissen hackte jetzt irgendein Dokument rum und mir geht es kaputt oder irgendwas oder ich mache es total falsch und sie sagt, nee, so machen wir es nicht, mit einem Klick kann man auch wieder auf seine Version zurückspringen. Man muss nichts kopieren, man muss nichts ein Backup machen. Also man muss schon ein Backup machen, das machen aber die IT-Kollegen im Hintergrund. Hat das nichts mit dem Anwender zu tun. Es ist einfach, sehr einfach mit Versionierungen zu arbeiten. Man muss nicht Namen sich überlegen, so Dinge. Es ist einfach da. Es funktioniert. Der zweite Use Case, das war ein bisschen was ganz anderes. Das war ein Thema, wo wir hier mal vorstellen wollen, auch ein Kunde, wo quasi eigentlich alles lokal hat, aber halt bereits schon CRM, ERP, in dem Fall war es SAP, bereits schon ausgelagert hat in ein externes Rechenzentrum. Und auch hier war es so, dass dann der Kunde eben zum einen Cloud war überhaupt kein Thema, außer in diesen beiden Bereichen, aber halt für die Mitarbeiter selber spürbar, jetzt nicht unbedingt einsetzbar. Und was immer ein sehr großes Problem war, die IT war nicht sonderlich groß dort. Die hatten auch Probleme, sage ich mal, die komplexe Infrastruktur für einen Exchange-Server, SQL-Server regelmäßig auszutauschen, zu betreuen. Und da haben sie auch schon externe eingestellt, aber die externe waren dann eine andere, wie die, wo die SAP-Firmen betreut. Das war immer so ein bisschen in Kraut und Rüben, sage ich mal. Und da hat man sich überlegt, können wir das versuchen, gemeinsam quasi, da war immer ein Spruch, dass man quasi versucht, das gemeinsam zu machen, dass die Leute, wo beispielsweise wir als Partner für die Cloud und für die Hardware, dass wir als Beispiel diese Infrastruktur bereitstellen und ein anderer Partner kümmert sich obendran über die ERP-Systeme und die Software-Themen als Beispiel. Man hat sich da einfach ein paar Überlegungen gemacht und was da auch wichtig war, steht es hier noch dabei, hat wahrscheinlich eine Menge gepasst. Der Austausch war natürlich auch eine wichtige Geschichte mit nicht nur intern, sondern auch eben mit Partnern. In dem Fall waren es aber mehr auch Kunden sogar. Also das war ein bisschen ganz speziell bei dem Kunden, weil die hatten auch Android-Systeme für ihre Techniker, sage ich mal, im Einsatz, Monteure. Und es war keine Windows-Plattform, nicht überall. Und auch hier hat sich quasi dann mehrere Punkte, sage ich mal, gewesen. Dann hat sich herausgearbeitet, dass eigentlich wir als Bechtle
ein Rechenzentrum zur Verfügung stellen können, wo eigentlich alles abdeckt. Also war sehr hoher Sicherheitsstandard. Auch der Standort Deutschland musste sein, war uns auch oder ist uns auch als Bechtle-Gruppe sehr wichtig. Und haben das Ganze dann hier bei uns alles im Rechenzentrum in Frankfurt. Betreiben wir die komplette Plattform für die Kunden. Wir haben da ein riesengroßes Team, wo sich auch rund um die Uhr und alles drum und dran um die Serversysteme kümmert. Der Kunde hat keine Probleme mehr mit irgendwelchen ein paar Jahren neue Server kaufen oder so oder die Systeme wie jetzt ein spezielles RAID oder Datensicherungssystem zu betreiben. Die IT kann sich auf das konzentrieren, was quasi gewünscht wird, was die an anderen Faktoren sind, sage ich mal, ist kein Geschäft, sage ich mal, zu begleiten und dort eher zu schauen, wie sich um die Infrastruktur zu kümmern. Und auch hier, wie gesagt, der Punkt mit diesem Datenaustausch, Cloud-Thematik, zweiter Faktor, ganz ganz elementar wichtige Punkte, die wo ganz oben standen in dem Dokument. Und hier haben wir da so eine Mischfunktion gemacht, wie schon angesprochen. Einerseits Bechtle Clouds, wir liefern da auch die ganzen Softwareprodukte. Natürlich liefern wir jetzt keinen Exchange-Server oder kein Microsoft Teams. Da setzt man natürlich auch die Cloud-Technologie von Microsoft auf. Aber wir tun das Ganze eben für den Kunden betreiben. Nicht nur lizenztechnisch, auch im IT, also in dem technischen Bereich, sage ich mal. Und der Kunde fühlt sich da doch sehr gut aufgehoben, weil er einfach weiß, Spezialisten kümmern sich um meine Infrastruktur, meine Thematiken, sage ich mal. Wir kennen den Kunden gut, wissen, in welche Bereiche er da auch weiter wachsen wird. Beispiel SQL-Bereich ist ein ganz großes Thema. SharePoint hätten wir bei den Kunden nie einführen können. Jetzt hat er SharePoint eben durch Microsoft Teams, also der Kunde, wie gesagt, laufen da einige SharePoint-Services, OneDrive for Business, um mal eins zu nennen. Und das ist eben der große Mehrwert für den Kunden, dass er als Mittelstandsfirma jetzt auch auf Dienste oder auf Dinge zugreifen kann, wo eigentlich für viel größere Firmen konzipiert wurde. Und kann das jetzt eben nutzen. Er schneidet sich quasi so ein kleines Stückchen bei Microsoft raus und nutzt das, sage ich mal. Und das ist ein tolles Produkt, tolle Möglichkeit und immer wieder gibt es neue Apps. Man kann natürlich auch sehr granular steuern. Was gibt man den Mitarbeitern aus diesem großen Strauß, haben wir noch gar nicht angesprochen, mit Microsoft 365 Produkten. Wir haben hier in der Bechtle-Gruppe auch unsere IT, gibt uns auch nicht alles, ist manchmal auch gut so, aber es gibt dann auch die Möglichkeiten, eben dann auch danach zu fragen, dass man eben gewisse Dienste wie Jammer oder alle möglichen Produkte noch von diesem Workflow-Bereich, wenn man das eben braucht, dann kann das schon sinnvoll sein und die Mitarbeiter der IT können dann eben auch sehr granular Beispiele was für mich freigeben oder eben für die Patrizia Reichel Publisher oder eben anderes Produkt, wo sie vielleicht noch mehr gestalten, noch mehr Dinge tun kann, was vielleicht für sie jetzt interessant wäre. Das ist so diese beiden Use Case, wo wir mal so exemplarisch vorstellen wollten, um zu sehen, wie man das Ganze eben dann auch machen kann. Natürlich bei diesem Kunden gab es jetzt hier mehr schon in Big Bang, sage ich mal. Die Infrastruktur, die musste schon an einem Wochenende umgezogen werden, aber wir haben das auch sehr geschmeidig gemacht. Wir haben dann vorher schon die Daten synchronisiert, vorher schon Tests gemacht und erst dann zu einem bestimmten Zeitpunkt alles umgeschaltet. Man kann das schon sehr, sehr schön steuern, weil wir reden hier jetzt nicht unbedingt über eine Hybridgeschichte. Eine Hybridgeschichte vielleicht zwischen Clouds, Bechtle Clouds und Microsoft, ja. Aber ansonsten reden wir hier eigentlich schon über eine komplette Cloud-Geschichte. Das heißt, der Kunde hat in seinem Rechenzentrum außer tolle Netzwerk-Switche und vielleicht eventuell ein oder zwei Server, Anmeldeserver als Beispiel, hat er noch am Standort, aber ansonsten läuft da nichts mehr, wo wichtig ist. Das heißt, auch wenn der Standort ausfallen würde, die Kollegen können alle Deutschland, europaweit ist der Kunde aktiv, können da auf ihre Dinge noch zugreifen. Gut. Sehr Vielleicht schön. Wir haben willst du. dann hier nochmal zusammengefasst, so ein bisschen, was sind dann überhaupt die Mehrwerte eines Modern Workplace, also eines modernen Arbeitsplatzes für die Mitarbeiter. Zum einen hat man natürlich eine permanente, also man ist immer vernetzt und auch weltweit, also komplett standortübergreifend mit verschiedenen Cloud-Services. Das Ganze ist natürlich eben der Prozess, wie mein Kollege das jetzt schon erläutert hat. Das geht nicht von heute auf morgen, sondern das bedarf so technisch als auch bei den Mitarbeitern eine gute Implementierung. Das Ganze ist aber halt auch natürlich
oftmals deutlich zuverlässiger, weil ich jederzeit auf die Daten zugreifen kann. Man muss auf Sicherheit und Datenschutz zwar achten, aber das geht normalerweise problemlos, dass man eben die Rahmenbedingungen an die DSGVO anpasst und eben auch dann erneuert. Und man hat dann eben die ganzen Cloud-Services mit neuen Technologien und ist somit halt immer auf dem neuesten Stand und hat jederzeit Zugriff auf die eigenen Daten. Eine Anmerkung noch zum neuesten Stand. Manchmal ist der IT nicht so sinnvoller, behaupten Sie auf jeden Fall, nicht immer alles sofort freizugeben. Man kann natürlich auch bei Cloud-Services sagen, ich tue Updates für Windows, für Office 30, 60, 90 Tage. Man kann auch weiter mittlerweile gehen auf, ich meine, anderthalb Jahre, da kann man auch Updates jetzt rauszögern. Also nur kurz am Rande das zu erwähnen. Genau, wir haben dann gerade zum Abschluss nochmal einen tollen Satz vom Henry Ford. Ich finde, das lässt sich voll gut übertragen auf das Thema Modern Workplace, ob ich das brauche oder nicht. Weil er hat mal gesagt, hätte ich die Leute gefragt, was sie wollen, hätten sie gesagt, ein schnelleres Pferd statt einem Auto quasi, weil sie das einfach nicht kannten. Das war was Unbekanntes, sprich auf die Idee wären sie vielleicht gar nicht gekommen, sondern sie hätten dann eher gesagt, ich möchte ein schnelleres Pferd, also ein Pferd, das immer besser läuft. Obwohl das Auto die einfachere Lösung dann am Ende, im Endeffekt war, und zwar was ganz Neues, aber schneller, noch schneller als ein schnelleres Pferd quasi. Und es lässt sich ja gut auf den Modern Workplace übertragen, dass das einfach manchmal ein bisschen dauert, dass man eben die Mitarbeiter auch abholen muss oder allgemein das komplette Unternehmen. Und dann hat man aber letztlich ein besser funktionierendes System als vielleicht vorher. Genau. Bechtle hat auf jede Frage eine Antwort. Wir haben hier einfach noch mal ein paar Fragen zusammengestellt, die Sie sich vielleicht schon stellen oder vielleicht stellen können, wenn Sie überlegen, wie kann ich meinen Arbeitsplatz oder mein Unternehmen modernisieren. Das sind einfach so Dinge, die man beachten muss oder die man besprechen muss. Das sind einfach Fragen, die sich dann stellen und wo wir Ihnen gern weiterhelfen, die wir gern mit Ihnen gemeinsam beantworten. Und da können Sie uns auch gern jederzeit schreiben oder sich gerne jederzeit bei uns melden. Wie gesagt, die Präsentation bekommen Sie dann auch noch im Nachgang. Und dann haben Sie unsere Kontaktdaten. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal ein, zwei Minuten noch für Fragen stellen. Dann können wir die noch beantworten. Und ansonsten sind wir dann durch für unseren Teil. Also gerne noch Fragen stellen. Ich werde derweil eine kleine Umfrage teilen, und zwar welche Themen Sie für weitere Webinare interessieren. Das ist natürlich für uns immer wichtig, weil wir möchten das natürlich an Sie anpassen und da auch Themen behandeln, die für Sie quasi interessant sind. Also gern dann einmal abstimmen, das ist eben rechts, oder Sie müssen unten in der Leiste den Reiter Umfragen noch öffnen. Und jederzeit, wenn Sie mal so moderne Themen sehen wollen oder andere Dinge, vielleicht auch mal einfach Ideen kommen wollen, können Sie uns hier im Digital Workplace Raum in Karlsruhe oder auch an den anderen Standorten natürlich besuchen. Wir haben hier ein tolles Netzwerk. Wir sind jetzt doch einige Standorte, einige Kollegen, wo uns auch wirklich regelmäßig austauschen und auch versuchen, das Thema weiterzubringen und auch unsere Kunden, auf unsere Kundenwünsche eingehen können. Wir sind jetzt nicht so riesig, dass man sagen muss, hier, wir sind ganz abgehoben oder achten gar nicht mehr drauf, sondern wir nehmen das schon sehr ernst, was wir unsere Kunden hier auch sagen, was auch gewünscht wird. Und wenn jetzt als Beispiel, es gibt da noch andere Collaboration-Plattformen, da eben neue Themen sind, die bauen wir natürlich auch bei uns eben mit entsprechend ein und auf. Und es geht auch nicht nur, Collaboration ist natürlich einer der großen Punkte, dieser moderne Arbeitsplatz. Es gibt auch noch genügend andere Themen, und ich sage immer zu den Kunden, wenn ich vorher, wir führen immer vor, ist ganz wichtig, ein Telefonat mit dem Ansprechpartner. Meistens ist es jemand von der IT, oft auch ein Geschäftsführer. War jetzt auch schon selten, aber auch zwar auch schon hin und wieder die Fachabteilung, wo das antreibt, Einkauf oder Konstruktion. Und dann sage ich immer, hey, bringt aber, wenn es geht, jemand mit aus anderen Bereichen. Also die IT soll nicht allein kommen, gern immer jemand aus dem Fachbereich mit dazu oder Fachbereich IT. Oft auch natürlich die Geschäftsleitung oder die mittlere Management, wie man immer so schön sagt. Und das gibt immer die besten Ideen oder die besten
Ideen und die besten Ideen für unsere Kunden gibt es dann, weil einfach das Ganze dann zusammengetragen wird. Die IT sieht eben als Beispiel in den Teams, die in die Vorteile der Fachbereich sieht, aber wiederum das sieht auch seine Kunden, hat ganz andere Anforderungen an das Produkt wie vielleicht die IT. Und so ist in jedem Bereich Einkauf total interessant, auch was wir dann hier bei den Terminen erleben. Das ist schon, muss ich sagen, sehr beeindruckend und die Kunden kommen auch mal raus aus ihrem Umfeld und sehen einfach mal was anderes und können es dann quasi auf ihr Unternehmen portieren. Und einen Bereich zu nennen, dieser AR- und VR-Bereich zum Beispiel, war es auch oft so, dass Kunden das hier sich zeigen lassen. Kommt man, ja toll, wir setzen jetzt aber erstmal Teams um oder Office 365 oder irgendein Projekt und es kommt vielleicht mal später. Und oft ist dann so, dass die Kunden das noch im Kopf haben, die Mitarbeiter. Und irgendwann ist dann der Moment da, Anfang vom Jahr waren natürlich auch einiges Dinge anders da und war gerade in diesem Remote-Service, war dann etliche Installationen, wo dann Kunden sich eine Brillenlösung gekauft haben, um einfach die Brille nach Polen oder Tschechien zu schicken, weil eben die Monteure aktuell nicht reisen konnten, dass die dann aber eben sehen, was der Mitarbeiter, der Monteur eben in der Maschine, wo in Polen steht, das ist dann ein Beispiel der Konstrukteur in Deutschland, sieht, was er da für Probleme hat, was da momentan eben nicht geht. Und da waren es doch einige Kunden, sage ich mal, die wo sich dann so Lösungen eben zugelegt haben, wo am Anfang gesagt haben, also letztes oder vorletztes Jahr gesagt haben, oh, ist noch ein bisschen arg spacey, dauert noch ein bisschen, aber jetzt hat es eben gepasst. Aber dadurch, dass der Kunde schon mal vom Jahr 2 angefangen hatte, vielleicht auch Microsoft, vielleicht auch Selenis einzusetzen, war halt dann die Einführung in so einer Technologie dann immer so weit weg. Das heißt, man kann das auch sehr schön eben nacheinander planen, Stichwort wieder unsere Hybrid-Umgebung. Genau, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann wären wir quasi fast Punktlandung durch. Wenn Sie dann im Nachgang das vielleicht nochmal angucken und dann noch Fragen auftauchen, wie gesagt, gerne jederzeit melden. Dann helfen wir Ihnen gerne weiter. Sie können uns auch jederzeit gerne hier besuchen, auch virtuell, also als Online-Besuch, ja. Das ist gar kein Problem. Und Sie können gerne beim nächsten Bechtle Talk, das ist im August, zum Thema Büro 4.0. Also das geht dann auch eher in die Schiene, wie kann ich mein Büro modernisieren, auch für die Zukunft. Was gibt es da für Möglichkeiten, sowohl technisch als auch von den Möbeln zum Beispiel oder von den Räumlichkeiten. Also gerne auch immer auf die bechtle.com/events gucken. Da sind immer ganz viele interessante Webinare auch von anderen Standorten. Und damit bedanken wir uns und verabschieden uns und wünschen Ihnen noch einen schönen Tag. Genau. Haben Sie einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.